Der erste herrliche Strandtag, aber wir müssen einen Supermarkt finden und Frühstück. Die Badesachen sind gepackt und zum Supermarkt finden wir in circa 8 Minuten Fußweg und entdecken damit auch gleichzeitig die Kaiserstraat. Also frische belegte Brötchen wären schön, aber in Holland? Wir schauen uns 2-3 Karten an, bis wir in der dritten explizit aufgeführt finden belegte Brötchen. Da bleiben wir. Das ist das Paradies und wir trauen unseren Augen und Nasen nicht. Das Croissant noch warm, frisch aus dem Ofen. Das Brot duftet, ist groß und hoch und das Frühstück für eine Person reicht für zwei. Der Orangensaft frisch, der Tee frisch, der Kaffee ein Traum. Die Bedienung zuvorkommend und freundlich, wie es selten ist, und den Laden muss ich mir mal von innen ansehen. Oh mein Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Erstmal dieser verführerische Duft. Dann wird hier wohl alles selber gemacht. Die Auswahl allein an Brötchen und Brot ist unsagbar groß. Und hinten sieht man die Küche und da ist auch die Backstube, aus der ständig frische Ware kommt. Von deren Qualität konnten wir uns selbst überzeugen und es ist auch unglaublich, was hier an Waren, vorwiegend Brot, herausgetragen wurde, meist vermutlich von Einheimischen. Da wir hier nun täglich saßen, probierten wir vieles durch. Die Suppen waren vorzüglich. Es gab auch kleine warme Gerichte. Von den süßen Sachen gar nicht zu sprechen, diese Haselnusstörtchen mit Baiserlagen dazwischen, och, ein Traum. Hier waren wir jetzt täglich, denn besser geht nicht. Also diese Straße hat uns sehr gut gefallen. Nette Häuser, nette Atmosphäre, viele kleine verschiedenartige Geschäfte, das ist übrigens auch zu empfehlen. Ja, und hier der Käseladen. Man durfte alles probieren. Unheimlich viele Sorten von Käse und man war auch sehr, sehr freundlich. Und was fand ich draußen? Musste ich mitnehmen. Pushen. Und dann? Der Rest war Strandtag. Es war wunderschön. Und abends selbstverständlich die Frage, was essen wir? Nach einer Suche und da auch einige Restaurants geschlossen hatten, haben wir uns daran erinnert, bei uns im Hotel um die Ecke ist ja ein Italiener. Da setzen wir uns jetzt draußen hin und beschäftigen uns mit der Karte. Hier kochen Mario und sein Papa, der, wenn ich mich recht erinnere, aus Bari stammt. Und wie die kochen, bin ich froh, dass ich nicht so einen großen Hunger hatte und mir Jakobsmuscheln bestellt habe. Des Weiteren wurde Carpaccio bestellt. Mir läuft jetzt noch das Wasser im Munde zusammen, wenn ich die Bilder sehe. So zart. Ich weiß nicht, ob er sie nur gedämpft hat. Und die Soße zum Niederknien. So habe ich Jakobsmuscheln
Ich glaube, noch nie gegessen. Fantastisch. Und die A's und O's und Lobeshymnen, was das Carpaccio anging, hörten auch nicht mehr auf. Also wir hatten hier wieder den Jackpot. So unscheinbar wie es aussieht, so gepflegt ist es innen. Mario und sein Vater sind fantastische Köche hier. Man sieht es, es ging noch was rein. Eine Crème Brûlée, ein Tiramisu, auch sehr, sehr gut. Also wer hier nicht zufrieden ist, der hat einen schlechten Tag erwischt. Kurz gesagt war dieser Sonnentag am Strand auch gourmettechnisch ein absolutes Highlight. Danke fürs Ansehen und eure Kommentare und vielleicht Abos.